Klick. Oh, und Mikrofon aktiviert. So. Gut, willkommen zurück im ESL Thinkfast Razor League Qualifiers 2 Halbfinale zwischen Genuine Dota und Tiny Tim. Ich bin Sisson, gefolgt von Ronizzle, der seine Sensitivity leider so ein Ticken zu weit vorne hat, sodass ich ein bisschen doppelt höre. Okay, dann also nur, wenn muss ich einfach leiser bin. Sein. Ja. Oh. Ah. Voll klar. Ja, passt schon. So, ja, jetzt alles okay. Alles okay. Wir sind im Game Draft und wie professionelle Caster das eben machen, scheren sie sich erst das Spiel zu kommentieren, wenn schon die Picks und Bands so rum sind. Sonst hätten sie ja tatsächlich was zu bereden. Und ja. Terrorblade Razor, es ist voll langweilig. Und. Oh, du bist gelangweilt. Nein, die Bands sind langweilig. Ja. Bin richtig gespannt, weil Tiny Tim hat bisher gestompt. Und Genuine Dota hat bisher gestompt. Dann freue ich mich auf ein spannenderes Match als eben gerade. Viper eben gerade schon gepickt. Für Lane-Dominanz schon wieder. Mal schauen. Ja, Genuine Dota sind halt auf jeden Fall neu. Tiny Team sind halt letztes Mal Dritter geworden. Ah, okay. Daher hatten sie das letzte Halbfinale letzte Woche gewonnen. Aber. Die nehmen sich sehr viel Zeit zu überlegen, wie man der Viper Einhalt gebieten kann. Und, vielleicht nehmen sie. Okay, es wird ein langes Game. Rattiges Global Strat, Dodo. Ja, ich freue mich immer über so eine Global Strats. Ja. Mal sehen, ob die Bans dann von Genuine dementsprechend auch sein werden. Ja, erstmal Zeus-Bahn und Spectre-Bahn, easy. Ja. Und wenn ein Zeus wahrscheinlich gegen eine Viper nicht unbedingt bannen muss. Also ich würde keinen Zeus gegen eine Viper picken. Ja. Och, nee, doch. Was war das? Irgendwas hat hier gepinkt. Normalerweise ist das Pingen immer mein Stream-Programm, was abstürzt, aber hey, es läuft noch. Ah ne, es war eine neue E-Mail. Das Ping für die E-Mail. Das ist ja schön, eine neue E-Mail. Ah, was schreibt meine Schwester so? Ah. Ja, für die gestern die Dr. Who-Folge, da müssen wir noch drüber diskutieren, ja. Na gut. Ich muss sagen, auch die Picks bisher und die Bands bis auf den Terrorblade eben sehen sehr nach 6.81 aus. Ich habe gerade eine E-Mail von Twitch bekommen, dass mein Twitter-Account unlinked wurde. Das hauptsächlich wahrscheinlich daran lag, dass ich so oft disconnected und reconnected bin. Dass es die ganze Zeit halt gesagt hat, immer wenn du quasi was streamst auf Twitch, sagt es halt auf dem Twitter-Account Bescheid. Und wenn du halt dann die ganze Zeit disconnected, reconnected schreibst, halt die ganze Zeit Twitter-Nachrichten. Ich glaube, Twitter hatte mich da jetzt gerade geblockt. Oh. Naja. Skywrath Mage Viper. Ist immerhin eine Combo, die halbwegs funktioniert, weil der Slow groß genug ist, dass das Mystic Flare sitzen kann. Außerdem glaube ich, mit Viper Strike und Concussive Shot zusammen ist es ein Slow von auf Level 1 80%. Es sind auf jeden Fall wieder dieselben Picks wie in dem letzten Spiel. Ever change your running system. Auf der Safe Lane totale Dominanz gegenüber die Offlane, die wird nicht viel Spaß haben gegen Viper und Skywrath. Das macht den Weg frei für Roam oder eine Dual Offlane. Ja. Ja, wobei Prophet sollte gegen eine Viper eigentlich okay sein, wenn er Faceboots hat. Weil er dann halt trotzdem noch vor dem Ding weglaufen kann. Und halt auch genug Range hat, dass er halt von Range harassen kann und die Viper eigentlich ihn auch nicht so wirklich angreifen kann. Also können schon, aber halt nur einmal, bevor sie kurz zurückzieht. Bin ich mir nicht so sicher, ob der Nature's Prophet so einfach hat. Doch, das Matchup ist relativ even. Außerdem mit den Treants kann er auch schon harassen. Also zumindest auch, es ist even, wenn beide Parteien perfekt spielen und wenn sie halt one-on-one sind. Das ist jetzt hier nicht unbedingt der Fall sein muss. Aber ja. Pack und... Ja. Ist kein Spectre gebannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt ein Spectre kommt. Ja. Obvious. Oh, der Prophet. Der Prophet. Nein, der Profi. Hast du es nicht verstanden? Aber jetzt wirklich noch ein Zeus reinkommt, dann Zeus wird es witzig. Nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Zeus ist zu public. Das ist eher noch ein Invoker in die Mitte. Der Punkt ist, sie haben jetzt einfach nur ein Line-Up, was, wenn sie vorbereitet sind, da kann halt jetzt einer roamen und halt einfach durchlaufen und jeder, den, wenn er jemanden alleine im Dschungel findet, dann ist er halt tot. Tja. Brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Control. Ich hätte auch gedacht, dass eventuell so ein Batrider tatsächlich reinkommt. So ein Batrider wäre halt so die perfekte Möglichkeit, so du gehst halt durch den Dschungel, findest jemanden, Lasso, Spectre, Prophet ist da und dann kommt der Schuss. Obwohl der Prophet natürlich schon für die Offlane prädestiniert ist.
Rechnen aber, also ein Centaur könnte das halt auch tun. Das Problem ist halt nur, die Offlane ist schon weg, das ist der Punkt. Aber, ja, sie könnten noch einen. Nee, was brauchen wir in die Mitte dafür? Delphine? Nein. Wenn es eine Quap ist oder sowas. Also, wenn sie die Global Threat noch ein bisschen weiterführen wollen, können sie den Invoker mit Sunstrike picken. Das wäre auch tatsächlich eine Möglichkeit, aber. Es ist dann noch zu viel. Also, wenn du halt irgendwie zwei, drei Leute im Wald findest, funktioniert das sowieso nicht. Pickoffs reichen sie, glaube ich, hier schon. Können wir vorstellen, dass January noch den Tidehunter oder sowas ähnliches mit einem großen Ulti pickt? Oh, ja, sehr gut. Ja. Ah, Herr Profi. Das heißt, ja, das kann ich nämlich auch. Ja. Na gut. Der Rubik Band, der hat ziemlich dafür gesprochen. Ja, gut, das stimmt. Ja, wobei. Tidehunter ist nicht so das. Tidehunter ist halt relativ schwierig zu stealen. Ja. Vielleicht. Ja, nee. Also gut, für Genuine Dota fehlt noch ein Farmer und für Tiny Team ist es halt noch eine Mitte. Oh, ich denke auch bei Genuine fehlt noch die Mitte, wenn die Viper wieder Safe Lane schicken. Ja, klar, Quatsch, ja. Also, ich denke, das werden wieder dieselben Lanes sein. Die haben jetzt ihre beiden Side Lanes mit Dual Offlane und Dual Safe Lane und jetzt noch eine Mitte. Die haben den Last Pick, damit könnt ihr die Mitte von Tiny Team versuchen zu countern. Ich glaube, es ist einfach abhängig davon, was sie jetzt picken, was Tiny Team pickt. Ja. Genau. Viper ist jetzt bisher in der Mitte gegen irgendwas und wenn es dir nicht gefällt, geht's halt einfach woanders hin. Außerdem ist ja der Tinker noch drin, ne? Also Safe Lane und Tinker einfach, wie aus dem letzten Spiel. Das kann sehr, 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 sehr wahrscheinlich sein. Ah, schöner Zeus-Band noch zum Schluss. Ja. Da wollen sie wirklich kein Risiko eingehen. Wobei ich glaube, diesmal kommt kein Tinker, weil gegen Global Threat. Ah, der Invoker. Tatsächlich. Global Threat, aber gegen Tinker ist es halt tödlich. Wenn ihr Global Threat für Tinker habt, glaube ich, kontert. Spectre hauntet rein und dann ist der Tinker tot so. Blinkt Digga auf Cooldown, Nature's Prophet ist drin und dann. Ich glaube, jetzt kommt auch wieder eine Death Prophet. Dann wäre es nämlich genau das. Nee, ist ja schon gebannt. Schon seit ist noch drin? Im letzten Blick, was? Kann bannen, ja. Razor ist auch raus. Spiritbreaker. Okay. Lifestealer. Haben wir noch viel Zeit, sich was zu überlegen. Ja. Also, wir picken auf jeden Fall in der Mitte gegen den Invoker. Ja, Viper geht gegen den Invoker halt auch super. Eventuell wäre hier auch ein Silencer cool. Carry Silencer. Und es ist halt so, wenn Spectre haunted und einer weiß, dass er alleine im Dschungel gefunden wurde, dann können sie halt einfach Global Silence machen. Dann ist die Spectre halt alleine drin. Und sie kann nicht mehr raushaunten. Aber das ist halt auch irgendwie ja, eine Möglichkeit. Der Rest auch nicht. Aber ansonsten an, ja, eine Quap. Ein Morph. Allein schon irgendwas mit dem Morphling Naga oder sowas einfach. Geht ja auch. Naga wäre auch relativ gut. Global Strap kommt halt rein. Alle kommen neben mir, Song und geht halt wieder weg. Dann sind irgendwie das ganze Tiny Team einfach im Wald gefangen und nichts. Aber Storm Spirit, okay. Ist ein bisschen mehr greedy. Ja, finde ich guten Pick A. Ja, ein Early Orchid. Ist halt auch gegen Spectre tödlich. Spectre tödlich, gegen Invoker tödlich, gegen Earthshaker tödlich. Wie gesagt, die, haben, die Control kommt nur durch einen Earthshaker, also das heißt nur, aber kommt durch Earthshaker und den Invoker rein. Ansonsten kann der Storm sich relativ frei bewegen. Sein der Nature's Prophet geht auf einen Early Orchid. Aber entweder den Invoker oder Nature's Prophet sollten das tun. Weil ich sehe hier schon so ein bisschen den Invoker, der halt eventuell sogar quasi wegsgeht und einfach mit Invis durch den Wald läuft, mit dem Orchid. Und halt nicht den Sunstrike provided, sondern halt, Ahnung, das ging. Ich bin mir relativ sicher, wenn du schon so eine Strat hast mit AA, Nature's Prophet Spectre, dann willst du den Invoker auch mit Sunstrike machen. Ja, eigentlich schon. Die Frage ist halt dann, wie findest du Leute? Also musst du dann aktiv Leute finden. Oder du tötest halt einfach die Leute, die auf deiner Lane sind. Ich meine, das geht du hast, durch Warden kannst du mit Hound und Nature's Prophet initiaten. Dann ein AA-Ulti und Sunstrike reicht ja schon, um so gut wie jeden zu killen. Ja genau, auf der Lane auch einfach. Musst du nicht unbedingt im Dschungel einen Einzelnen finden. Kannst du ja auch in der Mitte einen Einzelnen finden oder auf den Einzelnen finden. Ist ja auch alles möglich. Aber Storm Spirit finde ich einen sehr guten Pick. Der ist nämlich gegen diese Global Threat, wenn auf ihn initiated wird ohne Silence und der Earthshaker ist eben gerade nicht mit dabei, dann kann er einfach wegsippen. Ja. Tja, aber ja doch, die Lanes sind eigentlich relativ klar, ne? Danica, Spectre Carry, Pitbull, Earthshaker mit Lembron. Ancient Apparition Support
Money auf der Offlane und Cole in der Mitte. Joker. Ach nee, Quatsch. Ah. Ja doch. Doch, ich hab's genau so rumgemacht, damit du wieder. Jetzt weißt du schon die Aussprache. Bitte was? Ja, du kannst dir jetzt Genuine vorstellen. Und da du dich nicht schon kennst, das stört es sich bestimmt nicht, dass der noch disconnected ist. Ja, alter Hut. Die kenne ich ja in- und auswendig mit dem Zoo auf dem Skyref, den hat er im letzten Spiel auch schon gespielt. Ja. Die Offlane Ambitious As Arida. Das heißt bestimmt in irgendeiner Sprache irgendwas Tolles. Die Mitte mit dem Storm Mastermind. Der Lich wird sich zum Tidehunter auf die Offlane dazugesellen. Der Ghidra. Und wer ist das? Und der Xandon mit seiner Viper. Ah. Ich müsste jetzt nachdenken, was dann überhaupt noch kommt. Ja. Na? Oh. Ja, das kann jetzt dauern. Auch meine Chips sind zu laut, Mist, das hört man. Da bekomme ich gleich Hunger. So. Ich habe mir halt schon mal so ein bisschen Food hier hingelegt. Denn von 17 bis 24 Uhr casten ist halt so eine Sache. Ich habe auch schon Tee gemacht. Die Stimme ist auch nicht so toll. War das heute alles in diesem ASL Razer Thinker Bumscup? Genau. Think Fast Razer League, ja. Mhm. Und ja. Waren da die Spiele bisher alle so wie das letzte von uns, oder? Nee, absolut nicht. Das Problem ist halt, dass das komplette. Also, es wird geschaffelt. Die 32 Teams, die da drin sind, werden geschaffelt und dann hast du halt teilweise Platz 1 und Platz 2 im ersten Spiel gegeneinander. Also, ich glaube, jetzt hier im Viertelfinale waren die ersten und zweiten vom letzten Qualifiers gegeneinander. Ist halt so super bitter, wenn das funktioniert. Aber wenn du, glaube ich, einmal Erster oder Zweiter geworden bist, gibt das so viele Punkte. Also ich meine, das Ding ist halt, du hast in dem Turnier hier 4 Qualifiers, wo du Punkte sammelst. Erster gibt 100, Zweiter gibt 70, Dritter gibt 50 und Vierter gibt 30. Und dann sammelst du halt einfach nur zusammen. Das heißt, wenn du erstmal einmal Erster wurdest, kannst du halt quasi, kommst du auf jeden Fall in die Gruppenstage. Ich glaube, in der Gruppenstage gibt es keinen, also gibt es keinen höher einsteigen oder so. Von daher ist es halt, wenn du einmal Erster wurdest, brauchst du auch gar nicht mehr in den anderen 4 Qualifiers teilzunehmen. Ist halt schon weiter. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber es ist halt schon bitter, wenn der Sonntag dann halt irgendwie um 18 Uhr vorbei ist. Besonders, weil es sind 32 Matches. Musst halt dann auch die Caster müssen sehen, okay, das Team muss sich casten, weil ein gutes Team kommt daraus nicht mehr weiter. Was gibt's noch für andere Caster? Wir haben chinesischen Caster, Seth, der das glaube ich hier auch irgendwo dabei ist. Die Caster sehen? Nein, ne? Nein, ich glaube nicht. Ah, ich glaube, das stand auch auf der Internetseite. Ja, ich mal uns angeschaut gehabt. Wir haben dieses hier von dem Sensei Esports, die auch quasi Sponsoren sind und das Ding hier machen. Wir haben auch 2 Caster oder ein Team zusammen. Und stehen dann irgendwie 4 amerikanische, ein britischer, dann du und noch ein chinesischer. Ja, genau. Nicht schlecht. Haben die alle so hohe Einschaltquoten? Wahrscheinlich höher, ja. Irgendwie ist es nicht so üblich hier, dass die Leute, die Teams, die raus sind, alle zusammen die anderen Spiele gucken. Also ich weiß nicht, wie viele Viewers wir hier haben, aber wird wohl, keine Ahnung, nicht so viel sein, weil das sind halt Private Lobbies. Wenn du die Leute nicht in der Friendlist hast, dann ja. Hast halt, müsstest eigentlich halt so verlinken, aktive Spiele und wo sie gecastet werden oder so. Aber das, ja, ist noch relativ neu. Ich meine, es sind jetzt seit zweimal oder seit drei Sonntagen sind die Caster dabei. Ist noch alles im Aufbau. Und kann auch ziemlich cool werden. Stay frosty, sagt der Lich. Oh Mann. Der erste sagt schon GG. Leute, wenn ihr es im All-Chat sagt, ist es. Tiny Team sind Serben, offenbar. So ich das hier sehe. Mhm. Und Genuine, die kommen ja wirklich überall her. Ja, müsste man sich halt auf der ESL-Seite durchklicken. Ja. Moment, so ne. Ja, aber die haben vorher noch nirgendwo teilgenommen, oder? Nee. Was waren die anderen Spieler mal in einem Team dabei vorher? Ich guck mal.
mein Dude, mein das ESL gerade ein bisschen langweilig, langsam ist. Ach, es geht weiter. So, es geht weiter, jetzt. Aber jetzt geht's los. Action. Dota 2, what a game. Game of pauses. Aber noch nicht, es ist noch nichts. Warum seien die alle GG? Wir müssen die ganze Zeit auf Cancel drücken. Aber immerhin ist es... In den meisten Ligen steht halt da nicht, dass irgendwie das erste Team, was GG schreibt, sondern halt da, wo der Ancient explodiert, ist es dann halt so. Okay. Weil das halt interessant ist bei Dingen wie, alle sagen GG, und dann drückt ein Team auf Cancel, und dann explodiert der Ancient von dem Gewinnerteam. Ich glaube, ich halt alle zwar einig, was passiert, aber... Na, ganz die Lanes auf jeden Fall, wie wir sie erwartet haben. Und eine Tri-Lane mit ES und Spectre gegen Lich und Tide. Standard. Werden sich wieder um die Rune kümmern. Problem ist halt wirklich, die Ancient Apparition bringt halt auf so einer Defensive Tri-Lane halt relativ wenig. Gegen Titan ist eines der besseren Helden, weil, also gegen Titan da könnte es funktionieren, weil Earthshaker mit der Fischer kann ihn halt blocken. Ja. Wenn sie es schaffen, auf den Lich einen Go zu machen, könnte ich mir einen guten Kill vorstellen. Ja, oh, schade. Ja, und Titan ist so. Ja, ich dachte, jetzt die auch noch der Deny an. Roshan, los, kill ihn! Was? Oh, ja, sehr schön. Ja, ich hätte gedacht, die schaffen den Titan da nicht, aber dann war der Damage doch sehr deutlich. Ja, Chilling Touch ist nicht zu unterschätzen. Ja. Ich würde schon gerade sagen, halt, das Problem ist halt hier bei so einer defensiven Tri-Lane, wo sie nur einen Stun haben, dass sie halt das Chilling Touch nie einsetzen müssen, weil sie kommen halt nie ran und dann so, zack. Oh, okay, never mind. Keep going. Ja, ich bin ein bisschen überrascht. Also, die haben eigentlich mit ihrem Ward sowohl die A als auch S gesehen. Ja, ja, aber. Haben das dann offensichtlich unterschätzt. So wie ich. Ich hab's auch nicht kommen sehen. Sein. Ups. Ja, gut, okay. Das ist halt das Problem mit der Earthshaker. Ja. Sind auch hier, wenn sie prinzipiell über diese Linie drüber gehen. Ja. Das wird halt erstmal ein bisschen gepult und dann müssen sie nach vorne kommen und dann wird sich Earthshaker halt irgendwie hier hinstellen und warten. Wenn Lich nach vorne kommt, macht's BAM und dann ist er tot. Gut, in der Mitte Invoker gegen einen Storm Spirit. Und ja. Der erste gleich Sunstrike geskillt hat. Ja klar, das kannst du als erstes skillen. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber die Bäume oben vom Nature's Prophet machen dem Skywarp ganz schön zu schaffen. Ja. Seit da ist der Herald auf jeden Fall auf beiden Seiten da. Wir bringen halt nur Geld, wenn du, ja, wenn du halt genug Damage hast, die schnell anzubringen. Ja, fast der Fischer blockt, dann frisst sich aber der Licht mit dem Tango noch frei. Der ja, ist da, aber nee. Wird leider nicht reichen, ja. Aber ein bisschen Herald. Oh, einiges an Damage, ja. Okay. Frisst du noch zwei Tower-Hits der S, das hätte vielleicht nicht sein müssen. Und Damage, der einfach nur von der A wieder reinkommt. Ja. Ah, Nature's Prophet kriegt oben einiges an Harris. Das ist halt normal für einen Prophet. Hat immerhin sein Level 2. Weil auch wenn er einen stirbt, hat direkt wieder reinkommen. Genau, die exakt gleichen Wards oben, zumindest wie im letzten Spiel. Das sieht man auf jeden Fall ein Muster. Hat er leider nicht, oder das heißt leider, aber das Ward vom Nature's Prophet nicht gefunden. Dachte halt, dass es hier ist, aber ja, genau. Hätte vielleicht warten sollen, bis er hier sieht, dass sein Camp geblockt ist. Wäre das ist es gar nicht, oder? Wirklich? Das ist ein Camp, hat er schon mal gepult? Also ich glaube, das Ward müsste hier stehen, um zu blocken, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, die ist halt irgendwie hier so. Also wobei hier nicht mehr, also irgendwie wahrscheinlich hier. Dann ja. Halt die und die Bäume, die verfolgen den. Der unten geht und der Titan, ja. Da geht wieder down. Oh, lastet. Ja, Desolate. Level 2 schon. Plus 35 ja. Damage auch nur dadurch. Aber wirklich schönes Timing von den Fischers. Ja, die sitzen halt. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass die hier den Titan da killen können. Ich hätte gedacht, die müssen sich den Lich rauspicken, aber. Ja, ja Titan. Jetzt kommt die Rotation von dem Sky in die Mitte. Mal wieder. Ja. Das sollte ein Kill sein, wenn er nicht zurückgeht. Oh, Nature, ja, okay, so müsste eigentlich. Ja, das ist. Das müsste reichen. Ja. Nature hätte er wahrscheinlich Miss ansagen müssen. Besonders hat er nicht. Ob das er hat beigesmuckt. Naja, Miss hätte.
vielleicht da geholfen, aber es kann man doch. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte schon vorher gesmoked, bevor er so low war, oder? Daher. Ja. War das halt. Aber ich glaube, die Mitte, der Mastermind, der scheint es schon recht drauf zu haben. Der hat auch im letzten Spiel Mitte sehr deutlich gewonnen und hier auch wieder von den Last Hits. Wieder gegen Invoker, ne? So, ja, okay. Genau. Gegen Invoker komme ich klar. Komme, was wolle. Ansonsten bin ich überrascht, dass die Spectre ja einen sehr, sehr schlechten Farm hat. Oh, ich hab gar nicht hingeguckt, ja krass. Also hat er zwei Kills. Das hätte ich nicht gedacht. Nichts. Ich habe nicht gesehen, wie sie gelastet hat, aber. Ja, 12 Last Hits ist schon krass wenig mit einer Weife mit 20. Also, ja, zugegeben, da sind 5 oder 6 Creeps durch Sacrifice weg, aber. Stimmt. Ja. Na gut, im Moment kann sie noch vom Network mithalten mit der Viper, weil sie eben die Kills bekommen hat. Ja, ein Level ist halt auch komplett gleich, was er zeigt. Das, genau. Ist halt, das sind eben die Kills, die jetzt den Gleichstand sorgen. Jetzt kommt wie im letzten Spiel der Sky auf die Rotation wieder nach unten. Das ist schön zu sehen. Ja, das sollte auch ein Tod für die Spectre sein, ne? Sky zeigt sich gar nicht. Du bist noch zu nah. Also zu weit weg. Ja. Deswegen wissen sie nicht, wo die Supports sind, und die stehen halt genau da, dass du mit der Fissure Block halt auch nichts machst. Oder er hat einfach Level 3 gewartet für den Silence. Ah, ich glaube, Nature's Prophet hat genug von oben. Da geht jetzt in den Wald. Ja, ist noch nicht gestorben, man kriegt ja halt doch nichts, ne? Ja. Weil Level 4 eigentlich für einen Offlaner ist schon ziemlich gut oben. In der Wippe. Besonders sehen, wenn jetzt die Reputation kommt. Jetzt kam genau der Go, als das Geil befinden da war, aber sie kriegen auch den Kill. Oh, wenn der eigene Block. Ja. Schade. Das war das Problem, dass er halt hier gerade nicht mehr weiterkam. Ja. Oh, also doch noch mehr laufen. Besonders hier geht drin. GTA auch noch down. Es wäre ein schöner Go gewesen, aber der Skywolf, der stand da halt schon eine ganze Weile und hat das erwartet. Er hat drauf gewartet. Ja. Und der Trade ist es definitiv wert. Das hat eventuell, dass der Prophet jetzt wieder hochgeht, aber andererseits. Die Viper farmt ist halt. Viper farmt halt sowieso. Und wenn jetzt der Prophet noch farmt, haben sie da mehr von, glaube ich. Also die Viper wird hier Mecker haben und sie wird fett. Oh, also sie wird nichts tun. Mit der Spectre, warum die so einen schlechten Farm hat. Halt wohl doch. Also wenn die den Farm so denyen können, die Spectre, scheint das ein da. Guter Trade zu sein. Da kriegt noch den Last Hit. Ja, und geblockt. Ja. Aber. Eventuell lobt man sich das mit einem Haunt, aber nee. Ja, gut, okay. Also. Ja, ich glaube, der Nature ist wirklich TP ein bisschen. Oh, und der Invoker geht in der Mitte down. Aber. Noch Return Kill der Prophet, noch ein Hit. Ja. Creep holen. It's MVP Range Creep. Nein, du darfst nicht sterben. Nein. Ein tötet den Creep. Ja, 16 Leben. Easy MVP Creep. Genauso viele Stats wie der. Das gegnerische Team. Ja, an. Net Worth. Das ist doch bei 15k in favor of Genuine, hauptsächlich wegen Glitch und wegen Fresen. Obwohl es noch relativ, also ist jetzt nicht sehr deutlich, ja. Würde ich sagen. Ist gut für in der Mitte den Go. Sunstrike Mist reicht trotzdem. Aber Damage reicht noch. Der S geht down, Support gegen Support. 1 gegen 1, aber okay. Naja, noch genug Mana, um da zum Eiswall rauszukommen. Even Trade, könnte man vielleicht sagen, obwohl der Storm eben die Solo-XP bekommen hat. Jo. Einerseits Earthshaker und besonders AA brauchen halt auch den Levels. Aber ja. Soul Ring ist da fertig. Und mit der Robe of Magi scheint er wohl auch auf den. Mit der Rob of Nature scheint er wohl auch in Orke zu gehen. Auch noch einiges in Damage raus, aber es reicht nicht ganz. Aber. Ich glaube, die müssen sich noch ein bisschen um ihre Aspekte kümmern. Die sieht unten. Also inzwischen hat der Titan das mit dem Lars jetzt überholt. Ja, das ist halt bitter, sie gar nicht mehr so wirklich auf die Lane, weil sie müssen jetzt zu zweiter stehen. Ja. Nicht so gut. Titan ist auch Level 6, also. Ja, gut, Regen-Rune.
Storm wird halt einfach Storm, ja, gehen. Die AA. Aber ne. Entscheidet sich, die auslaufen zu lassen. War aber auch knapp zu langsam. Oben fällt der Tower. Ohne dass die Glyph aktiviert wird. Das ist. War die nicht auf Cooldown irgendwie? Ja. Sah das so nachher aus. Unten jetzt scheint aber der Lich zu sterben. Ja. Finally. Ah, Genuine scheint diese Lane Wards zu mögen. Ah, dann der Nature's Prophet geht down. Ja, gut, mit der Viper. Also. Ach, jetzt Mac auf. Mal wieder auf eine Hand of Might, das geht. Ganz praktisch. Das ist der A-Ulti. Hittet nicht. Na, jetzt sind alle Level 6 bei Team Tim, Tiny Tim. Sollten sich jetzt mal um ihre Global Strat kümmern. Ja. Ja, sie müssen jetzt Pickoff bekommen und Jamin hat das schon ganz gut gegengepickt zu können. Storm kannst du nicht bekommen. Prinzipiell Viper ist zu tanky, Titan ist auch zu tanky, die Supports werden nicht alleine rumlaufen. Ist das schon relativ gut dagegen. Ja, obwohl ich glaube, die Viper, die könnte man schon holen. Wenn wirklich ja, Ulti, Invoker, Spectre und Nature's Prophet sich um die kümmern. Ja. Ist ja die Frage. Naja, Spectre wird jetzt erstmal zurück zur Base gehen. Oh, es ist ein Kill auf mir erst. Ja. Spectre ist. Hier ist wieder volles Leben und kann jetzt halt auch gleich wieder reinhorten. Hornet doch direkt. Und versuchen eine Lich zu bekommen. Haben auch genug Damage dafür. Ping, ping, ping. Hier kommt ein Kurier. Nature's Prophet hat aber leider sein TP gerade benutzt. Wäre da auf jeden Fall rein. Oh, Tidehunter Invis mit Ravage. Das könnte böse werden. Ah, Tidehunter wartet noch. Kriegt noch die zwei anderen. Better safe than sorry, ja. Und ja. Kriegt noch die beiden anderen, das ist das Wichtigste war tatsächlich. Ganz schöner Damage, der da auf die Viper reinkommt, aber es reicht lange nicht. Nature's Prophet geht auch down. Oh, übel. Outplayed, würde ich sagen. Wirklich schön gemacht. War natürlich unglücklich, dass der Tidehunter eine Invis-Rune hatte. In meinen Augen eine perfekte Ravage, dass er die am Rand noch den Nature's Prophet und den Walkout bekommen hat. Ja, das stimmt. War schon verdammt gut. Also, in den Walkout hätten sie vorhin schon bekommen und dann, keine Ahnung, hätte er vielleicht auch einfach so von hier raus reinkommen können. Aber war schon super mit. Das haben wir gerade die Invis gefunden. Ja, 19-12 ist aber noch relativ knapp. Trotzdem sieht man schon so ein bisschen, dass irgendwie. Oh, ah, vor allem Gold. Also ja, Sunstrike. Hier oben Sunstrike. Obwohl Midas Gaming bei beiden Teams. Bei January die Viper und bei DT Nature's Prophet und Invoker. Und Invoker, ne? Das sind zwei. Vielleicht hätte die Spectre auch noch auf eine gehen sollen. Ja, nee, Spectre muss fighten. Muss jetzt ja auch auf Vanguard und sowas gehen eigentlich. Drums geht's ja schon. Aber ja, hat sehr, sehr wenig. Keine Antwort auf die Storm, meine Meinung. Aber jetzt vielleicht das Sandzeug, sehr schön. Das reicht doch. Mega Kill auf Profit. Na. Das gibt schön viel Geld. Ja. 600, 700. Ah, und vielleicht ein Go auf die Spectre? Ja, sollte eigentlich nichts passieren. Und beide Faceboots. Ja, wir können beide voneinander weglaufen. Ich würde mir noch ein bisschen mehr Global wünschen von der Global Strat. Ja, jetzt hier einfach da mehr TPs reinkommen, jetzt das Sandzweig unten. Ja. Ich würde ein bisschen mehr Global wünschen. Zick! Ja, so wünsche ich mir das. So wünschst du dir das. Ja. Permanent, aber sobald A Ulti auf Cooldown ist, kannst du eigentlich auf der Map jemanden anvisieren und den versuchen zu treffen. Ja, wenn du triffst, dann kannst du halt auch mit dem Prophet rein, ne? Ja, genau, dann in Invoker rein, TP'en, Sprouten und Sunstrike. Dann müsste das schon jede Menge Damage sein. Und einen Go, ja, und die Spectre geht down. Relativ Storm. Kill. Ja, macht aber echt viel Action. Ja, aber hier unten, also. Prophet hat sein Ulti, ja. Oh, schade. Der Schicker geht schon wieder down. Den hier die TP's. Na, überlegt, ob er den Sky sich sniped, der Nature's, aber jetzt geht er doch nach oben. Ja, er hat es mir was versucht, aber war halt
nie passen. Außerdem hat er auch kein Escape. In der Mitte? Storm, vielleicht ein Go? Ja. Ja, auf den Weg auf jeden Fall. Ah. Aber. Der killt auch noch einen. Ja, es ist krass. Ja, sie sollten das wirklich ausnutzen, die Stärke, die die haben. Ich meine, jetzt. Das Sandzeug hat nicht mal getroffen und trotzdem ist er nicht down gegangen. Ja, Forge Spirits. Ja. Urne. Und. Ja, der Spectral Digger halt. Ja. In meinen Augen sollten die sie mit der nächsten Aya Ulti und so versuchen, die Viper mal zu holen, bevor die nicht mehr killen können. Die haben halt oben das schöne Lane Ward, was die Viper ein bisschen beschützt gegen Ganks. Ja. In der Mitte kommt wieder TP's rein, der Storm macht ein Go. Aber schöne Fische. Ravage ready mit dem Dagger. Ja. Aber Storm Spirit stirbt dafür auch. Wunderschön. Schönes Aya Ulti. Oh. Klasse. Gemacht. TP von Nature's. Das müsste noch ein Kill sein. Ja, Mage sollte auch, ja. Geht das auch noch dein 1 zu 3 schön getradet. Gemacht. Ah. Schöne Rotation ziehen. Da kriegen sie wahrscheinlich einen Tower für sogar. Das ist wirklich die Stärke. Die wunderschöner Gang mit einem Ravage Dagger auf die Spectre, aber dann. Ja. Nature's ist da, Ulti ist da. Sie haben halt alles gebaut. Wir haben halt reingeultet, sie haben Ravage gemacht, sie haben Mystic Flare gemacht auf den Spectre, haben den Tod bekommen und danach war es halt. Genau. Damit, der Lobby Strat ist halt auch relativ einfach, dann reinzukommen, ne? Ja, jetzt haben sie es genau oben versucht. Ey, ja, Ulti auf die Viper hat nicht getroffen. Und deshalb. Ja. Da vielleicht auch nicht reinhauen sollen. Und Viper benutzt den Counter dafür, wenn der ES nicht mit dabei ist mit dem TP. Ja, kann halt einfach rausdiebien. Noch. Ah, Viper zur Hälfte fertig mit ihrem Ager. Ancient Apparition hat auch 2k Gold. Ist halt die Frage, ob sie in Midas gehen will. Oder was man durchaus öfters mal macht. Oder ob sie halt sagt, ja. Hab ich jetzt ein paar Mal in den Pro-Games gesehen. Aber ja, genau. Ja. Würde ich jetzt nicht empfehlen. Naja, wenn es das Spiel zieht, passt schon. Also ich glaube, das ist halt relativ gleichbedeutend, wann du das Aga nimmst bekommst. Kriegst du halt sonst kein Geld. Wenn das Spiel halt schlecht läuft, kriegst du halt wirklich das Geld fürs Aga nimmst sonst nicht. Aber sie geht auf Aga nimmst. Viper ist oben solo, das sollten die einfach ausnutzen. Die haben leider keine Ward Vision unten, deswegen haben sie nicht gesehen. Nicht gesehen, wie die aber jetzt sehen sie sie. Und das. Ah ja, es reicht. Aber. Anscheinend nicht damit gerechnet, da hinzukommen. Ja. Jetzt ein bisschen passiv, weil Haunt auf Cooldown ist. Ich würde mir ein bisschen mehr Wards wünschen von TT. Ja, sieht gerade ein bisschen schlecht aus hier. Ja. Generine bereiten sich darauf vor, unten zu pushen, zu viert. Ja, haben jetzt auch gerade die Power. Sie wissen halt, dass sie ja. Pickoffs vulnerable sind. Aber wie so ein Moment aussieht, würden die den Tower fallen lassen. Ja, traden halt, ne? Ja. Ey, Ulti kommt rein. Das könnte frei, auch eigentlich zwei. Auch einfach rein. Trades, wie sieht der Damage aus? Ja, sind sie definitiv früher und dann können sie einfach zurück tippen. Ja. Frage ist halt, ob sie überhaupt fighten wollen. Die Pickers. Ja, man sind da die Glyphe benutzt. Das ist irgendwie Dire benutzt die Glyphe, aber es hat Rayleigh die Glyphe benutzt. Die Glyphe ist ja jetzt immer wieder auf Cooldown, nachdem ein Tier 1 Tower down ist, oder was meinst du? Ja, aber wir haben halt die Glyphe benutzt, wo halt irgendwie nichts passiert ist. Okay. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ja. Ja, ein bisschen Druck auf den T2 Tower. Ah, T1 in der Mitte ganz knapp vor dem Deny. Aber doch, oben ist doch einiges an Damage. Mal gucken, wer da kommt. Ja. Ist Titan da, der kann auch nicht wirklich Wave clearen da. Ich würde sagen, keiner down gegangen, oben Schaden auf dem T2 gemacht. Aber war ein guter Trade für TT. Ja, genau. Die Viper ist extrem fett, muss man auch sagen.
mit 10.000 Networth, 3.000 über den nächstbesten oder 2.500 über den nächstbesten. Nicht zu unterschätzen, ja. Ja. Genau, hat jetzt die Aga fertig. Das hat jetzt mehrmals im Fight raus. Ja, aber ist für die Spectre ganz gut. Kommt's nicht rein, aber... Spectre wird jetzt unten ausgepinkt. Ja, go vom Storm. Ja, easy. Aber... Ja, schöne Fischer. Okay, poppt. Oh, er ist bezahlt auch noch mit seinem Leben. Rein die Bienen. Ja, würde ich sagen, da kommen die Reactions zu spät. Ja, was hätten sie tun sollen? Von den anderen. Oh. Ich dachte, er geht zurück. Oh, wenn Nature's den Tower oben bekommt, dann hat er noch das Beste draus gemacht. TP abgebrochen. Ja, weil Scarlet Mage das auch abgebrochen hat. Ah. Aber reicht er trotzdem nicht. Na, kriegen sie den Licht? Noch mehr TPs? Oh, jetzt müssen sie machen, dass sie wegkommen. Aber die wollen den Licht unbedingt haben. Haunt ist da, das Problem ist, dass Haunt ist unten. Invoker hätte definitiv Invis. Ja, doch, hätte nicht ganz Invis werden können. Ja, zwei Kills für den Tower, nee. Und für den Licht, ja. Oh, Skyrift geht noch down. Spectre hat sich ihn geholt. Hat sich ihn gesnackt, ja. Ja, 2-2 und. Ja, beide Towers, weil. Es war zwei Supports für zwei Cores, also ist nicht so ganz gelohnt. Even aber halt die Cores. Ist da gemacht. Das Shaker so ein Weg zum Blinkdagger. Relativ gut aus. Kommt auch relativ gut. Nature's Prophet auf Max seinem Orchid. Ah, hat's jetzt, okay. Ja. Ich würde sagen, das Timing wird langsam knapp dafür. Ah, es war wichtig gegen den Storm, um ein bisschen zu kontrollieren. Ja, der hat auf seiner Seite selber auch einen Orchid. Ja, und er ist noch nicht weit an seinem BKB, dementsprechend haben sie doch noch Zeit. Ja. Aber der wird noch einige Solo-Kills machen, kann ich mir gut vorstellen. Ja, klar. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Ja. ES, Nature's Prophet, Invoker, ich glaube, wenn die vom Storm gefunden werden, folgt er vielleicht sogar auch, also eigentlich jeder. Okay, mal schönes Warden vom Skyref, der sich hier kümmert, immer schönes D-Warden, findet zwar keine, aber macht jede Menge Sentries hier unten, stand dann noch eins. Ja, jetzt ist die Mitte dran. Oh, Ravage ist ready. Es wird schwer, das zu verteidigen. Den Kurier hat er aber jetzt, glaube ich, gesehen. Inkt, aber eigentlich hat er den gesehen. Aber... Wird sich lieber solo einfach den. Ja, da kommt das Orchid zum Einsatz. Ja. Holen sich den Storm. Wichtiger Kill. Aber Mitte, ja gut. Jetzt hat doch schnell Ghostwalk gemacht. Entries. Ja, und jetzt könnte der. Ah, das ist der Blink, oder? Ja, das ist der Blink. Das Shaker. 22 Minuten. Hm. Ah, Cooldown auf Echo Slam. Sieht nicht so aus, als würden sie in der nächsten Zeit fighten müssen. Ja. Aber ja. Auf der anderen Seite wäre das ziemlich cool gewesen. Überlegst du jetzt, wenn Genuine einen Earthshaker hätten. Hast du diese Army of Trees? Dann hast du 5 Spectre Illus. Ja. Dann BOOM! Wahrscheinlich, Invoker wird irgendwann noch auf sein Necro gehen. Hat jetzt ja in 200 Golds in Necro 1. Wäre durchaus auch cool gewesen dagegen. Ah, aber jetzt ist alles ab. AOT schießt nach oben. Aber. Das ist nichts. Nix. Aber kommen doch relativ wenig Wards raus von TT. Na gut, er hat noch einen im Inventar. Storm auf der Suche unten nach einem. Aber Watson gerade auch zum Kaufen. Ah, da muss der Prophet aufpassen. Aber wenn er so lange sich nicht zeigt, ist es ja okay. Er ist ja nicht rausgehen. Da oben finden sie bestimmt was. Ja, Invoker und A sind nicht da.
Und von Genuine sind dafür alle fünf auf dem Weg nach unten. Aber schöner Forschbild, hat ja alle gescoutet. Aha, Spectre braucht noch ein bisschen für Radiance. Auch diesmal kein Armlet-Bild, sondern Blink-Bild von der Viper. Blink? Ja. Blink ist ziemlich cool auf einer Viper. Ab dem Zeitpunkt halt, wo du wirklich fighten kannst, also am Argus und so. Weil du halt dann mobil bist. Und nicht so ein fetter Panzer bist, der nicht hinter deinem Team hinterherkommt, besonders beim Storm Spirit. Ja, ich glaube, wir haben schon gescoutet. Ja, wir haben eine Global Threat, also vielleicht können sie doch auch schon contesten. Ulti ist... Ja. Da, das fliegt. Haunt ist auch ready. Oh ja, klar. Und das Prophet Ulti kommt auch. Bounced. Oh, jetzt bin ich alleine allerdings drin. Ups. Mistakes were made. Und Jukes, ja, Juke um die Bäume. Oh, das ist King. Das ist King. Sehr ja. Schön. Easy. Oh, wir haben ausgepinkt. Ja, da kommt die Zeit vom Storm. Ja, ich hab natürlich nichts, aber. Good. 5-6 Sekunden lang alleine da drin. Ja, irgendwie wollte das Team immer noch nicht kommen, oder? Wenn die gekommen wären, dann wäre das ein super Fight gewesen für die. Ich bin überrascht. Es hat alles super getroffen. Das Nature's Prophet Ulti, das A-Ulti, Spectre kam rein. Die haben den Storm bekommen. Jetzt kriegen die doch wieder Rosh an. Problem war, dass sie nicht genau gehen wollten. Auf was die warten? Die hatten den ES-Dagger. Echo-Slam war auch da. Ja, also Invoke, Earthshaker war halt der Einzige und der kam halt mit der Fischer gerade bis hierhin. Da wollten sie definitiv nicht hier hochgehen. Also Spectre irgendwie nicht gemerkt, war halt dann hier und haben gesagt, okay, ja gut, ich bin tot. Ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Ja, doch. Wäre es. Aber, na, vielleicht sind sie sich... Oh, schöner Ward. Okay, du warst froh. Ja. Vielleicht sind sie sich doch ihres Late Games sicher mit der Spectre. Sind sie auch. Mit dem Split Push Profit. Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Muss halt nur... Ah, jetzt ist Radiance da. Ja. Wollte sich auch schneller farmen lassen. Im Moment ist vom Network her deutlich hinter den ja. Tops im Spiel. Naja. Aber jetzt ist die Spectre auch langsam so weit, dass sie vielleicht den Village und oder den Skywrath Mage in einem Haunt einfach mal umbringen kann. Gegen Radiance. Ja. Radiance Desolate, die zusammenstehen. Insbesondere eben mit dem A-Ulti und. Ja, wenn das Ding trifft. Ja. Einfach nur, wenn es auch alle trifft, Haunt an und du holst dir zwei Kills. Ey, braucht jetzt noch 1000 für ihr Aga. Ja, das ist und schön ist Level 11, also da kommt schon ordentlich was rein. Schau gerade, ob die. Ich glaube, der. Tidehunter versucht eine Pipe zu bauen, ja. Ja, es ist gegen AE auf jeden Fall eine sinnvolle Idee. Noch Radiance Burn, ne? Ja. Ja, doch. Also, der Plan ist halt irgendwie, dass sie zusammengehen und dann halt Invoker und Earthshaker gehen halt rein, wenn sie zusammenstehen, wegen dem Spectre. So ein, okay, lass uns mal alles zusammengehen wegen der Pipe und dann BAM! Die Frage ist halt, ob sie es bekommen. Ja. Lass mit Necro 3 rechts klicken, okay. Aber ich würde es auf jeden Fall jetzt unterschreiben, was Genuine versucht. Zu 5 die Tower pushen, ja. Am besten so schnell wie möglich Highground gehen, der Spectre keine Zeit mehr lassen. Ah, Echo Stem verschwendet in meinen Augen. Ja gut, es war halt nötig. Aber. Na. Dann lieber killen lassen und wenn er wiederkommt, Echo Stem. Naja, er hat halt damit den Stormspirit einmal gekillt. Ja, ist Aegis. In meinen Augen ist es nicht wert. Ah, Spectre geht auch down. Das ist das Problem jetzt. Ist da so langsam. Ja gut, es waren 3-3, aber Cores wieder fürs Supports. Ja. Alle Cores für alle Supports ungefähr. Oh, genug Damage, ja. Tatsache. Gerade so. Ja, das, Dachte, ich wäre mehr Gold, was da passiert ist. Ah ja, nicht. Das Prophet Shadowblade hat jetzt, wird eventuell auf den Hex gehen. Oder halt auf den Deso. Achso, von der Strat gefällt mir das schon von TT. Die können jetzt das Spectre noch Zeit verschaffen. Ich meine, Genuine muss zu fünft immer mit den Ultis dann pushen, um das Spiel frühzeitig zu beenden. Dafür haben die dann einen Earthshaker, wenn er sein Ulti ein bisschen besser als auf einen einsetzt.
können die das auch einigermaßen gut defenden. Die können Split pushen mit dem Prophet. Also, ich würde sagen, es läuft für sie. Ich weiß nicht, die Grafen, die sind... Es kann halt ziemlich schnell für Genuine vorbei, also es kann halt ziemlich schnell vorbei sein für sie. Wenn sie kurz sowas aufgeben und dann T2, T3 gepusht, schnell eine Lane of Frax weg. Aber ja, sie haben den Vorteil des Rattens. Und sie haben den Vorteil des Rattens. Ich würde sagen, bisher das Early Midgame vom Draft auf jeden Fall auf Seiten von Genuine und dafür die Grafen komplett even. Tja, auf jeden Fall zwei Teams, die even sind. Ja, auf Augenhöhe, genau. Hätte ich nach dem Early Game nicht gedacht. Ups, wurde jemand gefunden. Ah. Ha. Ah, aber, ja. Ja. Waren ein paar viele da. Gutes Warding von Genuine. Na, können oben auf jeden Fall Pressure machen mit Prophet. Der macht es mit Switch echt gut. Hat jetzt auch einen Deso und einiges an Pressure auf den Tower. Also, jetzt muss Genuine zurückgehen. Rennt nicht so. Na, Prophet sieht das, glaube ich, auch. Na, jetzt geht er doch zurück auf die... Ah, er hätte da bleiben können. Hätte alle fünf da bleiben sind können. In der Mitte geblieben. Hat er, glaube ich, aber nicht gesehen. Ja. Ich meine, einfach nur Missing, so. Hm. Ja. Ah. Radiance Middle Tower is under attack. Radiance Middle Tower has fallen. Ah, ja, ich bin auf jeden Fall. Also, ich kann verstehen, dass jetzt TT die ganze Zeit die Kämpfe vermeiden will. Vector braucht einfach noch mehr Zeit, da muss auf jeden Fall das Hard her. Dass so ein einfacher Storm Split Jump sie nicht killen kann. Ja, ist auch das nächste Item. Ja. Auf der Liste. Pipe fertig bei Tidehunter. Ja, das ist auch ein großes Item dafür. Die Teamfights. Viper läuft ja knapp vorbei. Oh, jetzt. Nice. Muss da raus. Kein TP da. Daunt. Okay. Das würde ich schon als Missplay sagen. Ja, gegen Viper hat sich jetzt was gebracht, ja. Oh, war es halt ein Haunt und Hoffnung nach, dass da. Das kostet natürlich viel. Also nicht nur jetzt der Kill, aber auch die Zeit, die eigentlich Spectre zum Farmen nutzen sollte, wieder eine Minute weg. Ja. Ja, einiges gewonnen und hat ja den Bottom Tower. Im Prinzip hat January nichts dafür investiert. Einmal die Viper hingeblinkt, Ulti gemacht. Ja, die Viper ist zufällig an der Spectre vorbeigefahren und hat sie gewunden, das war halt... Genau. Er hat halt gehofft, dass sie oben bleiben kann und reinhaunten kann, wenn was passiert und das nicht der Fall zu ihr kommt. Hat nicht funktioniert. Ja. Aber mit 1 TP und sie hat das überlebt. Ja. Much Greed. Muss unbedingt noch das Orb of Venom behalten werden. Ah, Glyphot benutzt. Und TP-Pack von Viper. Ah, Prophet macht's richtig. Oh, keine Ravage. Ja, nee, keine Ravage, definitiv nicht. Könnten sie nicht mal Highground gehen. Na, könnt ihr jetzt sowieso nicht, wenn Viper und Titan da oben sind. Ah, Ulti und Soundtrack müssen. War ein Versuch wert. War aber noch kein Roshan. Da hat sich wohl immer die Zeit nicht richtig aufgeschrieben, ha? Das dauert noch 30 Sekunden. Aber wieder schönes Warding von Genuine. Auch immer viele D-Wards. Oh Gott, nehmen wir das Rune auf Swarm Spirit. Das ist groß. Ah, aber hier ist ein Sentry. Ja, leider nicht von denen. Da unten doch, von Radiant steht eins da. Da ist einer, ja, das stimmt. Aber... Genau, da steht auch noch eins, jetzt sehen sie ihn, jetzt haben sie ihn gesehen, ja. Die haben oben keine Vision. Das war nicht gut. Das ist ein bisschen worth it, das Problem ist halt jetzt, dass... Ich nicht sagen. Ja, jetzt nicht mehr worth it. Alter, das Follow-up da wäre...
Aber wirklich schöne Aktion von Nature's Prophet. Aber natürlich zwei Cores gegen zwei Supports. Und ordentlich XP wieder für den Storm Thread. Ja, ist ja das Ding, wenn die halt Battles machen, dann wird das schwierig. Das dauert es eine ganze Weile. Ah. Ah. Schöner Kill. Richtig schön gemacht. Perfektes Timing, AE Ulti, AS Ulti, ja. Sunstrike. Alles richtig gemacht. Ja. Schön zu sehen. Ja, schön zu sehen, wenn so ein Team funktioniert. Oh ja. Ja, wenn das so weitergeht, dann geht das Spiel noch eine ganze Weile. Ja, ja, das Finale wird ja traditionell sowieso immer verschoben. Stark. Ist halt so 7 Spiele mit 7 Stunden, ist halt immer ein bisschen knapp angehalten. Weil wir diesmal kaum Verzögerung hatten. Vor allem mit diesem Patch, wo es sich dann doch immer mal wieder in die Länge ziehen kann. Ja, das stimmt auch wieder. Ah, ich finde, Radiant sollte sich ein bisschen jetzt um Roshan kümmern. Die wissen, dass er irgendwann mal wieder ab ist. Ja, dass da noch keine Trains drin sind. Also jetzt kommt der erste Fortschritt. Jetzt kommt Ulti rein. Ja, zu früh. Dann jetzt halt noch zum Cooldown, wenn sie alle drin stehen. 35 Sekunden Cooldown. Ja. Die Frage, ob die Viper das alleine machen kann. Moa, der hat MKB. Ja. Bin mir nicht sicher genau, warum sie MK, warum die Viper MK. Vielleicht denkt Spectre sowieso irgendwann einen Butterfly bauen wird. Deshalb. Ja gut, aber ein Spectre ist Augen, wenn jetzt die Viper schon MKB hat, dann brauche ich doch kein Butterfly mehr. Ja, also jetzt könnte es auch sinnvoll sein, also gegen Storm Spirit. Ist das halt durchaus sinnvoll. Oh. Ich glaube, die haben jetzt gerade genau für den Tree gesmoked. Tree gerade hat es. Also das müssen die gesehen haben. Als er hingeguckt hat, sieht er auf jeden Fall, dass da auch rauskam. Ja. Prophet macht wieder Druck oben. Auch gut. Ah. Tja, wird Split pushen. Müssen wir jetzt gucken. Ein voller Kurier hängt hier rum. Hm. Nicht schlecht. Bloodstone. Wird das dann. Ich warten sie, dass sie das CT da reinläuft, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, ich glaube, wir wollen die so ein bisschen baiten. So, TT macht's echt gut. Naja, warten, dass sie jetzt gerade keinen Rohstein holen können, ist schon klar. Das Interessante ist halt, dass sie auch nicht scouten. Ja. Also, ja, sie haben halt einen Ward, aber wenn sie da halt reingesmoked werden, dann wären sie halt da drin. Und außer alle 35 Sekunden mal gucken. Ja, oder sie gehen halt jetzt rein, wenn das Ulti fertig ist. Ne. Ah, okay. Die Spannung um Roshan. Oh ja. Jetzt ist drin, reingeblinkt und so. Das ist ja der Punkt, wenn da keine Dreams drin stehen. Müssen doch jetzt da reingehen. Was machen die denn da? Warum gehen die nicht da rein? Ich meine, vielleicht wissen sie einfach, was sie denn sowieso machen. Jetzt geht einer da rein und der stirbt vorher. Ja. So. Ah, jetzt kriegen sie Roshan, okay. Ich weiß nicht, ob die da hätten mehr rausholen können, TT. Sicher, die waren zu zweit in dem Pit, da hätten sie eigentlich auch nicht so viel. Vielleicht nicht so viel passieren können. Aufgrund, dass die anderen sich so immer außer Sight gehalten haben, hat der Spectre auch nicht die Zeit nutzen können, um befreit zu farmen. Noch ein gutes Stück vom Hard entfernt, macht jetzt den fetten Stack. Ja, machen ist die eine Sache, schaffen ist halt die andere Sache, ne? Oder Hard. Sieht das schlecht aus. Tja, ja, und läuft jetzt beschämt zurück in die Base. Ah, Base ist, ja doch, Base. Hm. Ja, muss halt volles Leben haben, damit er reinhaunten kann, ne? Ja. So 5 Illos mit 200 Leben, 400 Leben bringen halt nicht so viel. Schauen. Ich hoffe, es kommt nah dran, aber halt, dass er sieht. Die Titan da hier. Ah, es ist jetzt schon sehr verängstigt, das Spiel. Naja, vorsichtig muss er sein. Ja. Gegen hier den. Ja. Down, 50 Leben, 38 Leben. Oh! Nice!
Worth it. Brav. Brav, Global Slayer. Sehr, sehr brav. Ey, Ulti und Sunstrike. Und natürlich Prophet Ulti. Ihr dürft keinen Tower mehr denyen. Ja, schön. Ja, sehr schön. Boom. Also wirklich die Koordination, die Kommunikation gab bei TT super. Ja. Muss auch. TT sind ein Top-Team. ja. In der Mitte, ein Joker. Double Damage. Indus. Ja, das reicht. Ich glaube nur der Lich hat das dabei. Hätte man vielleicht treffen sollen. BKB und platzt da noch ein Storm, okay. Auf hier würde ich sagen, auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja. Ja, der Rest hat auch, glaube ich, auch Standard. Ja. So, Bloodstone sowieso und BKB ohne BKB als Stormspiel. Ah. Der hat sowieso nicht. Den Earthshaker und so. Die steht nur noch in der Base, haut ihr Aga-Ulti immer über die Map. Ja. Ja, es ist halt irgendwie, deshalb nutze ich Midas auch irgendwie, weil. Die ist halt sowieso also nur. Der hat schon seit einigen Minuten keine XP mehr bekommen. Oh. Pick auf oben. Ging schnell. Ah, das ist ja wahrscheinlich der Grund einfach, warum TT die ganze Zeit so vorsichtig spielt. Wenn da einmal sowas passiert, dann ist ein Tower wahrscheinlich down. Ja. Sonst weil Prophet auch nicht splitpushen kann währenddessen. Genau. Die können halt immer nur verteidigen, weil Prophet splitpushen kann, ansonsten den Fight können sie nicht nehmen gegen eine Ravage. Ja, bei Bad Gem und so. Ist auch schwierig jetzt für ihn. Und 7000 in der Bank, die Viper. Ja. Prophet hat 6000 noch in der Bank. Okay, was würdest du als nächstes Item für die Viper empfehlen? Manta? Ich glaub schon, wenn sie High Ground treffen, ist das ganz. Also High Ground pushen ist ganz gut. Okay, jetzt gehen sie High Ground. Jetzt muss ES einen Play ziehen. Eigentlich warten. Oder hat einfach Prophet Buyback? Ab Prophet hat Buyback. Dürfen sie auf jeden Fall nicht vom Storm jumpen lassen. Wird halt das darf nicht passieren, das ist genau das nicht, was passiert. Es hat auch Buyback. Oh, schönes Rocket. Deny vom Storm. Und noch ein Deny. Kein Tower bekommen. Dann relativ. Ja. Zwei Buybacks. Groß. Aber oh, die Viper geht auch down. Das ist tatsächlich Damage, jetzt Klo und Gem liegt am Klo. Und Scam verloren. Also, ja. War halt zu weit drin. Ja. Ordentlicher XP-Boost für TT. Na, Titan, da könnt ihr ein Problem haben. Ich weiß nicht, wie weit Global das ist. Ja, okay, ja. Oi. Ja, der Damage ist da. Rocket und Dezo reichen tatsächlich schon. Prophet dafür. Ist ordentlich gefarmt. Ja, wird halt jetzt ein Hex irgendwann rechts klicken, wahrscheinlich. Ja. Oder kümmert sich noch mehr ums Push und baut Necro. Ja. Ich meine, den Storm, die haben sie jetzt immer gut down bekommen. Und das, während des BKBs kannst du ja auch nicht hexen, also. Ja, und Lich ist jetzt erstmal in der Base gestorben. Sehr gut. Ja? Aber, ja, das Problem bei Prophet ist halt nur, dass er halt die ganze Zeit noch von einem, so einem Stormspiel stirbt. Also entweder muss er blinken noch von Ja, aber warum? Er hat doch Shadowblade, er hat sogar angehabt und dann hat er den noch gesilenced. Naja, er hat einen Dust auf sich gehabt, das ist der Punkt. Ah, okay, hab ich nicht gesehen. Dann nehme ich alles zurück. Stormschwert hat er auch mitgedacht. Ja, das scheint wohl doch clever zu sein. Nicht so wie SD-Runnissel. Ja, mit Dust ist halt so ein Prophet halt wirklich ein easy kill, weil er hat nur offensive Sachen. Ah, ich habe auch schon überlegt, ob Dagger die bessere Alternative gewesen wäre, aber gegen so einen Storm. Ja, du musst halt voll wissen, du musst halt Triggerfinger haben und dann blinkst du halt weg und dann kommt das Stormsplit halt einfach noch hinterher. Genau. Also, okay. Also Shadowblade würde ich auch sagen, war die richtige Wahl. Ja, ich würde einfach sagen BKB. BKB-TV raus, fertig. Oder BKB-Turn. Also das ist jetzt tatsächlich so langsam ein BKB-Game. Hat jetzt auch ein BKB gekauft. Nachdem er tot war, einfach rechtsklick BKB. Das ist mir jetzt zu blöd. 7000 Gold. BKB. Ganz immer noch sehr ausgeglichen. Gold ist jetzt wieder ein Vorteil von TT. XP wieder auf aufsteigenden Ast.
ist krass. Net worth komplett even. Ja, und das nach 43 Minuten. Ja. Es ist halt auch nur eine Viper, ne? Eine Viper ist halt im Late Game auch gegen genau. Spectre nicht so ganz doll. Hat jetzt das Hard, aber hat halt trotzdem noch kein Damage-Item. Glaube ich, dieses Spiel nicht. Vielleicht ein Stück besser gewesen, wenn sie das Gold eher den Storm gegeben hätten. Ja. Ja, da hat okay. War gut. Auch der Viper geht voll auf Damage mit Daedalus. Versuchen jetzt wieder High Ground zu gehen. Prophet kriegt vielleicht unten den T2. Ja. Storm Spirit ist halt genau der Storm richtige. Storm geht jetzt wieder zurück. Aber das ist BKB und Turn. Kampf. Und Hit. Kommen irgendwelche Global Ultis rein. Hit. Oh. Was denn ein Fight. Wunderschön. Ja, und es geht nicht. Es sieht ihn nicht. Wunderschön gespielt. Das Tolle ist halt, also das Komische ist halt auch einfach mal, dass der Ultinet nicht sitzt. Oh Gott. Das war richtig bitter gerade mit dem Spectre, ne? Ja. Also das Lich-Ulti hat halt Flying Vision gegeben und daher hat er den in den Bäumen gesehen. Aber kriegen jetzt auch Skywalth Mage noch da. Dritte Kill, ja. War schön vom... Aber ich meine, dafür hat das Lich-Ulti noch einen Lich umgebracht mit der Dispersion von der Spectre. Ja, das war auch schön so. Okay, ich glaube, das bringt ihn um. Aber es war sehr, sehr, sehr glücklich. Also, du hattest es halt in den... Schön, da blinkt der Titan, dass ich direkt in den... Oh, ich glaube, das war eine verschwendete Ravage. Ja, er hatte halt... Also, hätte er mit 3 Sekunden blinkt, hätte das gepasst, aber... Er hatte noch 5 Sekunden am Blick, Digga. Ah, ich glaube, das war Panik. Das waren jetzt ein paar sehr gute Minuten, auch wenn die Spectre down gegangen ist, aber 4 Kills, eine Ravage geforst, ohne irgendwas zu bekommen. Ja, war für TT doch... Also Nature's Prophet, der carry das Spiel für TT echt gut. Die Spectre 15.000 Net Worth nur. Ja. Ist halt 10-mal gestorben, die wurde schon ganz schön gefokust. Ja, sie ist aber auch teilweise halt immer die alleine drin ist. Ja. Also das Global Lineup besteht halt daraus, dass irgendwie alle ihre Ultis anmachen und die rein muss, ist halt Spectre und die muss halt rein. Und wenn es nicht funktioniert, ist halt alleine. Oh, schade, kein Sunstrike. Kill auf dem Lich. Das war halt der Force Staff, der ihn gerettet hat. Ja. Sonst wäre halt noch das Prophet Ulti. Frühen Ulti. Yes. Ja, aber da würde ich sagen, rückblickend, dann wäre so eine Miners auf das Spectre doch besser gewesen. Wenn du weißt es, oder ich meine, das weißt du nicht, aber wenn du hoffst, es geht Late Game, du willst sowieso noch jetzt erstmal die Tower defenden, damit die dich nicht tot pushen können und versuchst dann im Late Game das Spectre zu gewinnen. Ja, ich weiß halt nicht, inwieweit, also sie haben nicht so viel mit dem Radiance jetzt gemacht, ne, dass es sich wirklich gelohnt hätte. Es hilft halt beim Farmen, aber ohne Manta hilft es halt auch nicht beim Farmen, ne. Ja, eben, aber auch wenn der Viper Manta über, oder 11.000 Network über dir ist. Naja, das ist jetzt halt einfach nur aus der Laning-Phase noch raus. Das Problem ist, dass Spectre irgendwie nicht farmen kann. Also jetzt halt immer noch nicht. Braucht halt eigentlich das Manta zum Farmen. Diesmal war die Abspann nicht so gut. Sunstrike hat gescoutet und AAO hat gescoutet. Ah. Was auch interessant ist, dass tatsächlich die AA mit dem Gem sich aus der Basis raustraut. So, hast ein Gem, geh da weg. Bist zu weit draußen. Du bist immer noch zu weit draußen. Das ist wieder die Zeit, wo die sich ein bisschen um Roshan Wards kümmern müssen. Da. Nein, guck dir das an. Also, sie läuft ja gerade voll in den Gegner rein. Oh fuck. Hallo, du hast ein Gem, geh da weg. Das ist Wahnsinn. Die Leute sind hinter dir, aber. DS? Ja, das sollte ein Kill sein. Ja. Ah, das ist zufällig. Also, ich habe auch schon gegen so eine gegen Global Strats als Support gespielt. Das ist einfach kein Spaß. Ja. Sobald du gesehen wirst, ey. Wenn dann auch noch bei sowas ein Zeus dabei ist, der Aga-Refresher hat, das ist einfach nur zum Kotzen. Ja gut, okay, das wäre jetzt hier krass. Jetzt aber versuchen sie auch schon. Ja. Double Damage Spectre, seriously. Ja. Wow, das geht sehr schnell. Oh ja. Der Einzige, das aufhalten könnte, wäre Titan mit der Ravage, aber... Stormspiel snackt sich das. Aber natürlich haben sie halt keine Vision. Leider nicht. Ein bisschen zu schnell. Ein Cheese würde ich dort nicht liegen lassen. Ach.
Er braucht das. Okay, schon. ES gibt einen Schieß. Ja, traden. Oh. Oh, halt. Ja, die Zeit läuft auf jeden Fall für TT. EP oder XP und Gold. Wieder in, auf der Seite von TT. Ja, du hast jetzt eine Viper und die Viper ist jetzt six-slotted, komplett. Genau. Ja, die macht halt einfach nichts. Es liegt halt an dem Helden an sich, der hat seine Stärke in der Laning-Phase und dann im Midgame, wenn er so ein Mech hat zum Pushen und jetzt selbst mit den Items. Mit dem Items ist ja schon ganz gut. Das Problem ist halt ja, nur, dass es kriegt halt solo jeden Tod, aber im Teamfeld macht er halt nicht so genug. Jo. Aber wieder ein bisschen der Attack-Speed, würde ich sagen. Schau dir mal an, wie langsam die Ends von der angegriffen werden. Oben der Battle-Spec dagegen. Ja, aber Storm. Das Problem ist, der Storm verliert das einfach. Weil ja, aber jetzt kommt der Viper reingepillt. Ja. Wird der immer noch, weil das Säge ist. Oh, wie schnell stirbt denn die Viper? Deso. Oioioi. Ein Spectre hatte das Säge. Hui. Batz. Hui. Immer noch hinterher. Ja, linken Storm. Ne, pockt gar nicht. Hm. Jetzt hat irgendwie erwartet. Aber es ist noch 1000 Mana, ne? Also, naja. Das ist dein ja, easy. Oh, jetzt noch die Gone, die Gone, süßli. Oh Mann. Das war. Wir haben wirklich nur drauf gewartet, bis er alle sein Mana verbraucht. Meine Güte. Oh, es ist bitter. Ja, man ist abkotzen. Oh, ich glaube, das läuft auf den GG hinaus. Ja, nee, erstmal läuft das vielleicht auf den Rex hinaus, aus dem Buybacks zu kommen. Ja, nee, nicht jetzt in der Situation, sondern generell für das Spiel. Ja, das Spiel läuft immer auf dem GG. Ja, anyway. Ja, ich meine an den Seiten. Ja. I know what you mean. Ja. Viper ist da, ja, das ist, wenn die Viper jetzt stirbt, sitze ich jetzt komplett GG. Oh oh. Na, die Rabbits, schön, alle getroffen. Ja, und Engine. It's literally. Und es bounced weg von der AE, hat ihn Glück. Ist eben schon so bei Prophet. Ist ein AE-OT? Ja, das sollte eine Lane-Rat sein. Naja. Mindestens. Keine Ravage, von daher kann er da. Titan Tower ohne Ravage ist halt. Ja, genau, es bringt halt nichts, deshalb bleiben sie drin. Ah, ich glaube, das war GG. Ah, die Viper stirbt jetzt wieder. Ah, nicht ganz. Ah, immer noch ein Forster vorne, der gerade. Vector ist vielleicht ein bisschen weit vorne, aber hat ja, keinen Cheese. Kein Team da hinter sich. Mit sehr viel Damage, hat den Cheese gefressen. Ja, Ico Slam. Geht doch noch down. Ja, okay, so kann man das Spiel auch gewinnen. Jetzt kommt Storm das wieder. Das sollte eigentlich. Oh, ja, never mind. Den schnappt sich der Storm. Gott, der fliegt ja überall lang. Okay, jetzt hat er kein Mana mehr. Ja, aber bald wieder. Ja, und außerdem haben sie da Warward. Okay. Ja, gut, das ist doch nicht so komplett vorbei gewesen. Mhm. Aber sie haben halt komplett alle Babex jetzt raus. Ja. Spectre ist halt zu weit vom Team weggegangen. Warum haben sie denn nicht jetzt. Spectre hatte Buyback, warum machen sie das Spiel jetzt nicht zu Ende? Buyback wäre jetzt halt vorbei jetzt. Ja, es hat halt Horn Cooldown, oder? Wie jeder da ist. Okay, ja. Vielleicht. Weiß nicht, jetzt ist es auf Cooldown, aber wahrscheinlich hatte sie da. Und auf Cooldown. Aber einfach nochmal so ein Fight und das Spiel ist vorbei. Komplett keine Buybacks mehr für Genuine und alle Buybacks für TT. Hast du ja die Spectre mit. Das ist halt das Problem im Late Game damit. Du musst ja die Spectre mit 4k Leben töten. Dispersion tötest dein halbes Team und dann macht sie Buyback und Horn und dann stirbt dein ganzes Team. So, Rap. Ja, aber sie hat dann doch keine Items. Hard und ein Radiance. Nach 52 Minuten. Also, Hat man das nicht nach 35? Aber ja. Ist halt auch schon erstaunlich, dass der Held trotzdem so gut ist, dass es halt geht. Also, der Prophet hat halt durch seinen Splitbush so viel Farben weggenommen. Hat auch das sinnvoll eingesetzt, muss man sagen. Er hat wirklich das. Ein starkes Spiel gemacht oder macht ein starkes Spiel. Okay. Irgendwie haben wir relativ wenige Smokes gesehen, aber Smokes sind also on Cooldown auf der Seite von Dire und einer ist nur noch da auf der Seite von Radiant. Wo sind die denn die ganze Zeit, die Smokes? Einer im Kurier? Einfach in der Bay ist immer einen durchgezogen. Oh man, ja, keine Ahnung. Jeweils.
der Lich wieder getargetet. Ja, ja, ja. Ach, der Arme. Ja, ein Force-Staff ist schon sinnvoll da. Also, okay, sobald irgendwas ist, sobald du getargetet wirst, direkt Force-Staff an. Solltest du seine Gegner rechnen, damit er das komplette gut machen. Oh. Oben, vielleicht snackt der Storm sich den Nature Prophet, aber ich glaube, der hat's gesehen. Ja. Relativ weit. Achso, sehr, sie haben hier eine Ward. Und die Ward geht exakt bis hierhin. Das war ein glücklicher Zufall, aber ich glaube, er hätte sowieso BKB gehabt, hätte wegspringen können. Ja. Ja, so langsam wird es, glaube ich, Zeit für Nature's Prophet mit dem Geld einfach ein Whistleblade kaufen. So, BKB, I don't care. Batz. Nature's Prophet sollte sich mal darum kümmern, Wards und sowas zu kaufen. Was will er so mit seinem Geld noch machen? Ja, ja, das stimmt. Aber die Wards sind, glaube ich, auch. Also auch für die Supports sind die jetzt nicht mehr so viel. Aber Sentries könnten sie kaufen. Mhm. Allerdings, warum? Also erst im D-Warden. Ja. Ja, für, ja, mit den 7000 wäre es eigentlich so langsam tatsächlich so die Sache so. Oh, da hat er Rocket verkauft. Und nein, nein, kein Rapier, bitte kein Rapier. Bitte nicht, nein. Oh mein Gott. Oh nein. Warum? Ne, das ist halt die Option. Also. Warum die Option will er überhaupt? Auf. Wie wollen die denn? Ich bin. Ja, ich glaube, das ist ein tolles Ding. Storm geht down. Ja, und Invoker stirbt. Rebuy Storm. Und ja. Perfekte rein. Invoker stirbt gegen die Viper. Ja, aber. Prophet macht einiges an Damage. Die Frage ist. Oh nein, Echo Slam daneben. Double Kill dafür und. Uch, du Scheiße. Ja. Das war also doch nur ein Daedalus, was da mit dem Igelsong. Alles klar. Ich glaube, das ist jetzt vorbei. Ja. Buybacks sind nicht vorhanden komplett und die Spectre hat noch ein Buyback. Ach du Scheiße. Ja, GG. Zu Recht. Schönes Spiel, muss ich sagen. Oh ja. Beide Teams natürlich gute Performance. War halt super, ja. Genuine, was halt ganz interessant ist, die halt neu sind. Also da hätte ich halt. Ups. Irgendjemand hat der Kanzel gedrückt, damit der Stormsfield noch stirbt. Ja, also Genuine ist jetzt irgendwie beim ersten Mal dabei. Hätte ich. Ja, rechne auf jeden Fall noch Chancen an. Beim nächsten Mal. Und ja. Auch in der Gruppenphase, wenn halt Best of Threes kommen und in so einer Global Strat man nicht so komplett überzeugt, also überrannt werden kann. Ich glaube generell, in dem Patch brauchst du in deinem Lineup einen Hard Carry fürs Late Game. Einfach als Absicherung. Das ist schade. Die, wirklich aber die Viper hat so ein super Farm, wäre komplett Free Farm für was weiß ich wie viele Minuten auf der Safe. Nein, guck mal, der 442 Creep Kills, also. Ja, wenn das halt irgendwie ein Morphling gewesen wäre. Genau. Oder ein Terrorblade. Dann wäre das Spiel halt schon vorbei, ja. Ja, gut, dann TT gegen Genuine, ESL Think Fast, Razor League, Qualifiers 2. Halbfinale? Ja, Halbfinale, ne? Weißt du, Halbfinale? Schon. Ja, ja. Zwei Halbfinale. Gut, dann das Finale, weiß nicht, ob es heute kommt, aber wahrscheinlich ein könnte sein. Egal, wir werden es herausfinden. Bis dann. Tschüss.